Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 22 Karrieremodus mit dem HSV bei eurem Hansa-Fan. Und beim letzten Mal konnten wir uns tatsächlich im Nordderby durchsetzen mit 3:2 gegen den großen Rivalen, gegen den SV Werder Bremen. Nach 0:2 Rückstand muss man sagen und mit neuer Formation, mit einem Debütanten, einem Siebzehnjährigen in der Startelf. Also ich habe glaube ich euch alle ein bisschen überrascht beim letzten Spiel. Und jetzt können wir natürlich ein bisschen die Nachbetrachtung uns ansehen und natürlich auch schauen, wie wir damit weitermachen. Es sind jetzt noch 5 Spieltage in dieser Saison. Wir haben leichten Kontakt nach oben. Ihr wisst, die Problematik mit dem Saisonziel, was wir uns gesetzt haben, was ich mir persönlich auch gesetzt habe, da schauen wir jetzt einfach am besten gar nicht mehr so wirklich drauf, sondern wir ziehen uns hoffentlich von Spiel zu Spiel jetzt. Wir müssen eins nach dem anderen einfach gewinnen. Gegen Werder haben wir den Anfang gemacht. Die neue Formation behalten wir jetzt bis zum Saisonende bei. Es sei denn, wir kassieren jetzt in den 2 Spielen 10 Gegentore und schießen kein einziges. Dann ist natürlich, aber gegen Werder hat man gesehen, dass das System hat Potenzial. Sicherlich sah Boateng anfangs ein bisschen schlecht aus aufgrund der beiden Gegentore. Aber ansonsten haben wir gegen Werder absolut kaum was zugelassen. Und haben uns vorne als äußerst effektiv auch gezeigt. Und natürlich mit einem Debütanten, mit Eike Winter da hinten vorne drin, eine Überraschung erzielt. Ja, Profidebüt, Startelfdebüt, beteiligt am Anschlusstor. Hier hätte eigentlich nur noch ein eigenes Tor gefehlt, dann wäre diese Fußballgeschichte komplett gewesen. Und wir müssen schauen auf Sonny Kittel, der beste Vorlagengeber der Liga. 12 Vorlagen, 29 Partien und dazu 10 Tore erzielt. Der müsste, glaube ich, sogar der Topscorer der ganzen Liga sein. Wobei, nee, nicht ganz. Gabriel Jesus von den Bayern hat 27 Treffer erzielt. Ja, beim letzten Spiel gegen Werder ploppt ja eine Meldung auf, dass Jerome Boateng erwägt, seine Karriere zu beenden. Hier steht davon erstmal gar nichts. Er ist ja aktuell 35 Jahre alt, trotzdem noch einer unserer besten Innenverteidiger. Hat aber schon 2 Punkte Minus gemacht in der Saison. Aber gut, das ist normal. Dazu war er noch länger verletzt. Ist klar, dass da nicht so viel dazukommt. Nichtsdestotrotz ist er für mich eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und hier steht erstmal nichts. Heißt, sein Vertrag, der läuft ja noch über ein Jahr. So ist er dafür für 2 Jahre unterschrieben gehabt. Und dementsprechend, ja, wird er uns, glaube ich, nächste Saison auf jeden Fall noch erhalten bleiben. Hier übrigens mal Eike Fischer im Überblick. Er hat tatsächlich das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Ebenfalls schon wie Eike Schäfer, also der zweite Eike schon im Team. Ja, den müssen wir auf jeden Fall fördern. Hat schon 3 Stärken dazu gewonnen. Hat eine Stärke 70 jetzt. Gleich stark schon mit Choupo-Moting, der weiterhin dann Backup sein wird in diesem System. Das ist schon echt eine krasse Nummer. Hat auch jetzt schon, wir sehen es, einen Wert von 5 Millionen Euro mit 17 Jahren. Den gilt es wirklich zu fördern und dann eigentlich ist ihm fast noch zu gönnen, wenn er diese Saison tatsächlich noch sein erstes Bundesliga-Tor machen würde. Ach ja, und der typische FIFA-Bug mal wieder. Scholau möchte über sein Gehalt sprechen, dabei hat er doch schon einen Vertrag für einen neuen Verein in der nächsten Saison unterschrieben. Ich raff's nicht. So, das nächste Spiel in der Liga steht an. Nach dem Derby-Sieg geht's gegen Mainz 05. Die sind aktuell auf Rang 12, weit weg von uns mit 34 Punkten aktuell. Heißt gar nichts. Wir wollen gewinnen. So, und mit nahezu der gleichen Startelf gehen wir es an, wie schon gegen Werder Bremen, die Siegerelf dabei, die Dreierabwehrkette mit Halsberg, Boateng, Anderson, Fein und Kajusté auf der Doppel-6, Sanders und Ovejan über die Außen, Kittel auf der 10, hinter den beiden Spitzen Winter und Kleindienst. Die Bank ist auch ganz gut besetzt, Ersatztorwart ist klar, Kruse, Schäfer, Natay, Steven, Honzak und Choupo-Moting. Einige werden langsam unglücklich, sowohl unsere Außenspieler vor allem, Steven unglücklich, Honzak auch, McLennan schafft es wieder nicht in den Kader. Wir müssen uns so ein bisschen um die Moral Sorgen machen, so 5 Spieltage vor dem Ende. Auf geht's, trotzdem, wir wollen weiterhin gewinnen, wie schon gesagt. Also es geht gegen Mainz, einen sehr schwer auszusprechenden Kapitän haben die. Kolodziejczak auf jeden Fall mit dabei, vorne drin Füllkrug und Burkhardt. Das ist schon ein guter Angriff auf jeden Fall. Mal schauen, ob unsere Mannschaft mit dem neuen System genug Selbstvertrauen getankt hat. Das sieht schon mal sehr gut aus. Kittel, Steckpass zu Sanders. Felix Sanders mit dem Ball in die Mitte. Da ist die erste Annäherung vors Tor. Nochmal Kajusté, Kleindienst. Kajusté, Schuss. Die Winter war's. Jetzt schön in die Mitte gespielt und Felix Sanders trifft schon wieder. 1:0 für den HSV gegen 1:05 nach 17 Minuten. Sanders, langsam fühlt er sich wohl auf dieser neuen rechten Position. Zuletzt schon gegen Werder ein unglaublich wichtiges Tor gemacht. Davor auch schon des Öfteren getroffen, also umso öfter er spielt, umso mehr Potenzial lässt er aufblitzen. Heuer Fernandes rettet uns hier vor dem sofortigen Ausgleich. Und da ist der Ausgleich, aber zuvor Fernandes mit der Glanztat erneut und jetzt die darauffolgende Ecke. Füllkrug köpft ein zum 1:1.
Kittler Platz, Eike Winter legt ihn quer. Oh, das wär's gewesen. Zumindest der erste Scorer für unser 17-jähriges neues Sturmtalent. Jetzt Kleindienst, freie Bahn, Tim Kleindienst und Damen im Tor von Mainz. Rettet hier kurz vor der Pause. Oh, Kittel verschafft sich Platz. Eike Winter! Das ist die Riesenchance für den Youngster im Sturm. Schade. Und Halzenberg mit dem Foul. War es im 16 oder außerhalb? Gibt es Elfmeter oder Freistoß? Das ist die Frage. Es gibt Freistoß. Glück gehabt. Halzenberg sieht die gelbe Karte. Letnev wird antreten. Oh, 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 oh. Nicht noch vor der Pause hier den Rückstand kassieren. Aluminium oder Heuer Fernandes, egal. Es bleibt beim Unentschieden zur Pause. HSV jedoch ballbesitztechnisch überlegen, aber chancentechnisch sehr ausgleichende Partie. Verdientes Unentschieden, würde ich sagen. Oh, Sanders im Strafraum. Angespielt von Kajusté. Klasse pariert von Damen. Das wär's gewesen. Guter Start in die zweite Halbzeit für den HSV. Und nach einer knappen Stunde haben wir gewechselt. Kittel raus, Steven rein. Sanders übernimmt die 10er-Position von Sonny Kittel. Oh, da ist das 2:1 zurück. Kolodziejczak für Mainz. Wieder nach einer Ecke. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich selber in diese Partie eingreife, um hier noch das Beste möglichst rauszuholen. So, einen weiteren Wechsel wird erfolgen. Eike Winter geht raus nach 17 Minuten. Jetzt kommt Matthias Honsack rein. Schneller, aber auch großer Stürmer. Man merkt schon, für Choupo-Moting reicht es, glaube ich, nicht mehr. Honsack wird ihm vorgezogen. So, wir sind bereits in der Schlussphase der Partie. Ovejan geht jetzt. Jetzt kommt doch Choupo-Moting rein. Damit Honsack natürlich wieder auf dem Flügel. Choupo gegen seinen Ex-Verein natürlich hier. Aber mehr geht offensiv einfach gerade nicht. Mainz steht ordentlich und lässt überhaupt nichts zu. Wir haben echt Probleme, uns hier zu entfalten. Und stattdessen gibt es nochmal Chancen für die Mainzer. Euer Fernandes, wie so oft, mit der beste Mann hier. Aber offensiv geht halt einfach gar nichts. Und die Entscheidung dieser Partie ist gefallen. 3:1 für die Mainzer. Oh. Wir sind einfach zu unkonstant. Und Choupo-Moting nochmal mit der einzigen Möglichkeit hier, seit wir selbst eingegriffen haben. Toller Pass von Sanders, aber der Kopfball, der ist einfach zu ungefährlich in diesem Fall. Damen, ja, macht eigentlich mehr draus, als es ist. Und Choupo köpft hier die Ecke. Auch nochmal knapp drüber. Ach Mann, es ist so ärgerlich, dass wir diesen Derby-Sieg gegen Werder einfach nicht vergolden können. Und so ist es auch. Mit 3:1 verlieren wir gegen Mainz 05, die sowas von im Niemandsland der Bundesliga stehen. Für uns, ja komm, brauchen wir uns nichts vormachen. Natürlich war die Hoffnung da, aber für uns ist jetzt jeglicher Europapokaltraum ad acta gelegt. Aber wie seht ihr das? Ich würde die Lage jetzt auch wieder nicht auf das System schieben, denn die zwei Gegentore, womit wir die Führung aussagen gegeben haben, die entstanden durch zwei Ecken. Da kann das System nichts dafür, wenn die Leute einfach zu blöd sind, ihre Leute zu decken. Sorry, dass ich das so krass ausdrücken muss, aber das ist so eine ärgerliche Sache, dass du durch zwei Ecken hier mit 1:2 in Rückstand gerätst, obwohl du 1:0 führst und gute Chancen hast, das Ding auf 2:0 zu erhöhen. Das 3:1, okay. Es ist bekannt, dass ich in den letzten Spielen, wenn ich eingreife, ständig ein Gegentor schlucke. Das ist nichts Neues. So, nächstes Spiel gegen Stuttgart. Steven möchte natürlich gerne in der Startelf stehen, hat da aber bisher nichts zu beigetragen. Zuletzt auch eingewechselt worden gegen Mainz und dann sich sofort an der Schulter verletzt. Ist jetzt wieder fit. Trotzdem, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bedarf, was zu ändern. Wir spielen gegen VfB Stuttgart, Platz 8 aktuell. Mal schauen. Natürlich wäre es schön, jetzt mal wieder zu gewinnen. Wir verändern nur auf einer Position in diesem Spiel. Nämlich Honsack für Ovejan. Also es wird nochmal ein Tick offensiver aus meiner Sicht dahingehend. Damit nehmen wir unseren etatmäßigen Linksverteidiger auch noch raus. Aber ja, ich denke, wir sollten mutig spielen gegen den VfB Stuttgart. Auch Sessa hat es mal wieder in den Kader geschafft. Auf geht's. Auf geht's. Stuttgart also auch im Kampf um Europa mit dabei. Mit Vuškovic und eigentlich auch Moritz Heier, der aber nicht spielt. Aber Vuškovic natürlich, unser Ex-Innenverteidiger, der uns ja so bitter fehlt. Der spielt und, ach natürlich, rote Karte für Jerome Boateng nach 4 Minuten. Es wird immer besser in dieser Folge, Leute. Es wird immer besser. Ich weiß nicht, was Jerome Boateng sich dabei gedacht hat. Hat der Mannschaft auf jeden Fall damit einen Bärendienst erwiesen. Super. Ach, nee. Wir haben uns ein bisschen umgestellt. Fein in die zentrale Innenverteidigerposition gerückt. Kittel auch eins zurück.
Dementsprechend ein bisschen defensiver jetzt, aber vielleicht die Chance für uns. Kleindienst, Eike Winter, Verein Winter, Kittel. Die erste Riesenchance der Partie haben wir. Und Haier spielt doch, meine Lieben, ich war mal wieder blind. Jetzt Eike Winter mit der Riesenchance. Ja, wir scheinen mit 10 Mann doch irgendwie besser mit der Situation klar zu kommen als der VfB hier. Jetzt Kleindienst, Kleindienst. Klasse pariert von Fernandes. Quatsch, Müller. Ach, Leute. Und klasse in die Mitte gegeben, Kleindienst. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben hier ein klares Chancenplus bei Rückstand, bei Unterzahl. Unfassbar. Jetzt die nächste Möglichkeit, eventuell Kleindienst. Und Müller wieder pariert. Oh, klasse Ball zum Kontern. Felix Sanders, fehlt ein bisschen das Tempo da. Muss abdrehen, ansonsten aber trotzdem eine überragende erste Halbzeit. Trotz Unterzahl jetzt Eike Winterlicht ab für Kittel. Und wieder nicht der Führungstreffer für den HSV. Unfassbar. Und muss schon sagen, Eike Winter ist tatsächlich eine kleine Bereicherung für unser Spiel. Der ist an fast jedem Angriff beteiligt und wir gucken auf die Statistik. Hier, 4:1 Chancen, 8 Schüsse, 65% Ballbesitz. Und das nach einer roten Karte in der 4. Spielminute. Hut ab für die Moral dieser Mannschaft. Und jetzt der VfB mal mit einer Riesenchance. Heuer Fernandes. Ja, man kennt ihn. Einfach stark auf der Linie. So, das sind 17 Minuten, haben wir mal gewechselt. Wir stärken die Defensive. Eike Winter, das Supertalent, geht raus. Also, er ist noch nicht auf dem Scoreboard aufgetaucht, weder als Vorlagengeber noch als Torschütze. Trotzdem hat er einen unglaublichen Einfluss auf dieses Spiel, an der Kreation vieler Chancen direkt beteiligt. Jetzt aber haben wir einen Stürmer geopfert, um einen Sechser zu bringen, nämlich Nathai. Kittel rückt wieder auf seine offensive Zehnerposition. Kleindienst ist noch vorne drin. Jetzt aber die Möglichkeit für Kasus T. Da wäre es fast soweit gewesen. Und jetzt knallt der Ball an die Latte. Riesenschuss und dann der Rebound. 0-1 Pereira. Ach, das kann nicht wahr sein. Wir machen so ein überragendes Spiel in Unterzahl und kassieren in der 83. das Gegentor. Es läuft aber auch wirklich alles gegen uns in dieser verdammten Saison. Beziehungsweise eher in dieser verdammten Rückrunde, weil die ist absoluter Murks. Die Hinrunde war noch ordentlich, aber die Rückrunde, es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben so eine geile Moral in diesem Spiel und schaffen es dann doch nicht, dieses 0-0 zu halten oder gar den Führungstreffer zu erzielen. Nata jetzt könnte schießen. Wo will er denn hin? Er wartet einfach zu lange, um zu verlieren, das Spiel hier mit 0-1. Absolut unverdient. Und unverdienter kannst du in Unterzahl einfach nicht verlieren. So, meine Lieben, es geht nach Frankfurt. Platz 8 sind die momentan. Und die sind im Europa League, glaube ich, Halbfinale oder so, haben gegen Lazio mit 3-1 gewonnen, wie wir hier sehen können. Deswegen wurde das Spiel auch einen Tag nach hinten verlegt. Die Meldung kam vorhin. Also, ja, Europa-Eintracht macht auch in FIFA seinen Namen aller Ehren wert. So, dieser Elf wird es dann richten. Schonlau rückt 1:1 für Jerome Boateng in die Startformation ein, der für ein Spiel gestört wurde. Mal schauen. Das System wollte ich deswegen nicht gleich wieder verändern. Die sollen sich ruhig anpassen, die Jungs. Auch ein Schonlau darf nochmal die Chance bekommen. So überragend schlecht war natürlich auch nicht, dass er jetzt komplett raus war dadurch. Hornsack startet wieder, Sanders logischerweise auch. Auch Eike Winter, wie gesagt, er hat einen enormen Anteil an den Chancenkreationen. Und dieses Gastspiel im Waldstadion, / Deutsche Bank Park, lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Am 32. Spieltag der HSV zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Auch wenn es mit den selber zocken aktuell nicht ganz so klappt, probiere ich trotzdem wieder mein Glück. Gegen Werder hat es ja schließlich auch geklappt. Wir können jetzt auf jeden Fall befreit aufspielen, es geht um nichts mehr. Es sind jetzt 8 Punkte bis Platz 7 bis Frankfurt. Wir brauchen da nicht mehr rauf gucken, auch wenn noch 9 Punkte zu vergeben sind. Können wir aufhören. Wir können die Saison jetzt einfach nur vernünftig zu Ende bringen. Und deswegen haue ich auch das dritte Spiel noch in diese Folge einfach mit rein. Und wir treffen auf Joshua Wagnoman, der uns ja am Saisonbeginn Richtung Frankfurt verlassen hat. Und wir schauen auf die Startelf von Frankfurt. Trapp im Tor, Gulam, Tuta, Holgate, Arangis im Mittelfeld. Das geht alles mal viel zu schnell. Lenz in der Mitte, okay. Und Alvarez Martinez von dem Strom, Lindström, Luke Bacchio ist mit dabei. Wagnoman haben wir schon gesehen. Gudel auf der 6, Lenz spielt dann doch links und Lindström eben wie schon angesprochen. Und diese Frankfurter Mannschaft steht im Halbfinale der Europa League, das müssen wir auch nochmal klar ansprechen. Oh, Kajus C. schippt den Ball zu Tim Kleindienst, jetzt probiert's gleich mal! Trapp mit der ersten Glanztat der Partie, erste Chance, liegt auf Seiten des HSV, schöne Ballverarbeitung von unserem besten Torschützen Tim Kleindienst. Oh, klasse durchgespielt da von Frankfurt. Alvarez ist frei durch und Heuer Fernandes. Wieder mal mit einer Glanztat, aber ich denke mal, der hat der Frankfurter auch zu früh abgeschlossen. Was machen wir hier?
Schonlauf für den Ball gegen Wagner. Mann, Flanke kommt. Nathal kann endgültig klären. Und Hornsack hat mal Platz über links. Matthias Hornsack könnte flanken auf den langen Pfosten. Da ist Felix Sanders. Oh, und jetzt gab es einen Foul da an Felix Sanders. Hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Da wurde ordentlich gezerrt schon mal. Und er hat sich verletzt. Hoffentlich nicht allzu stark. Oh, klasse gespielt von Eintracht Frankfurt. Und Luke Bacchio ist da. 30. Minute, 1:0 für die SGE. Wir werden wechseln. Bringen wir einfach mal Conor McLennan wieder rein. Diese Saison ist eh gegessen. Da werden sie mal wieder über rechts beweisen. Für Felix Sanders. Das war super rausgespielt auch von Frankfurt, muss man natürlich zugeben. Ja, da sind die Räume aber doch ein bisschen zu weit, ein bisschen zu offen. Und Gebakio sagt danke, Honzak hilft zwar hinten mit aus, aber wirklich dran ist er auch nicht. Oh, Honzak schickt Tim Kleindienst in die Spur. Tim Kleindienst! Der schweißt den ein, 1:1 in der 36. Minute. Jubel vom Fanblock. Kleindienst. Viele Stimmen sagen immer, er reicht nicht aus. Er kann ein Glatze nicht ersetzen, aber er trifft ja, er macht seinen Job. Von daher hat jetzt mittlerweile auch so viele wie ein Glatze. Zwar nicht in einer Hinrunde, aber aus meiner Sicht liegt es nicht an Tim Kleindienst vor dem Sturm, Leute. Oh, super gespielt von Eintracht Frankfurt. Das ist zu billig von unserer verdammten Abwehr. Sofort der Gegenschlag wieder. Gudel ist es mit dem Treffer zum 2:1. Hier, ein einfacher verzögerter Doppelpass. Halzenberg geht einfach nicht mit seinem Mann. Und Gudel schleicht sich da im Strafraum mit durch. Nathal ist zwar noch mit hinterher, aber das kann doch auch irgendwo nicht sein, dass der sich da so frei durchschleichen kann. Jetzt Ackmann. Ackmann mit der Chance. Ackmann mit dem Tor. Also ich weiß es nicht, wie wir den Gegnern die Tore auflegen. Das ist doch unfassbar. Mein Gott, ey. Zweite Halbzeit startet denkbar bitter. Hier, Schonlauf. Wo zum Teufel passt der hin? Und dann ist Ackmann komplett blank. Ach, hör doch auf, ey. Es ist doch nicht mehr zu fassen. Es sind nur noch Frustfolgen hier. Es kotzt mich so an, Leute. Sorry. Und die Riesenchance für McLennan nach wunderschöner Vorarbeit von Eike Winter. Und McLennan jagt den, ja, sonst wohin. So, jetzt darf Kevin Sesser sich nochmal auf der 10er-Position beweisen für Sonny Kittel. Oh, und toll von Heuer Fernandes. Frankfurt spielt sich da wieder kinderleicht durch. Wir kommen nicht ran, haben wir noch Pech, wo Schoner den Ball abblockt kurz vorher. Ach Gott, ey. Es reicht einfach nicht. Wir müssen es. Es ist aber wirklich schwer einzusehen, weil man mit diesem Kader halt einfach so unglaublich viel Hoffnung hatte, so unglaublich viel Potenzial ja auch da war. Und am Ende ist es einfach, ja, eine ganz, ganz schlechte Rückrunde. Das muss man einfach so darstellen. Oh, das war super rausgespielt. Nathal verkürzt 10 Minuten vor dem Ende nochmal auf 3:2. Immerhin, ich habe es ja schon mal gesagt, die Mannschaft gibt sich auf jeden Fall nicht mehr so stark auf, wie es schon in anderen Spielen der Fall war. Aber, ja, ob es am Ende reicht, weiß ich nicht. Wunderschöner Angriff auf jeden Fall. Kleindienst voll abgelegt, zuvor Flanke von McLennan. Und Nathal schleicht sie damit vorne rein. Dass sie 6er Tore schießen können, haben sie ja schon öfter bewiesen jetzt. Gerade in diesem neuen System. Und McLennan hat den Ball nochmal abgefangen hier. Kann das Spiel jetzt vielleicht nochmal ein bisschen schneller mache, McLennan. Das ist Eike Winter. Eike Winter! Kevin Trapp verhindert das erste Bundesliga-Tor des 17-Jährigen. Oh, Winter. Toller Pass nochmal auf Kevin Sesser. Kevin Sesser. Sesser im Strafraum. Sesser! Tor! 93. Der HSV mit dem 3:3. Na, immerhin noch ein versöhnlicher Abschluss in diesem Spiel nach 1:3 Rückstand. Ja, doch, die Moral stimmt in der Truppe. Das muss man einfach zugestehen.
Und es ist dann tatsächlich der erste Scorer von Eike Winter, der seine erste Torvorlage hier bestreitet. Und Kevin Sesser, wunderschöne Drehung, sowohl um den Gegenspieler als auch mit dem Ball um den Torwart zum Ausgleich. 93. 3-3, so geht's, jawohl. Also, zwei Spiele sind noch, zwei Spiele Zeit, um noch, ja, die Platzierung so ein bisschen zu verbessern. Platz 12 aktuell, sowas von nicht zufriedenstellend. Wo die Mainzer plötzlich herkommen, weiß ich auch nicht. Vor dem Spiel gegen uns hatten sie 34 Punkte. Absoluter Wahnsinn, auch da schon wieder. Sanders verletzt, aber fällt nur 5 Tage aus. Von daher, ja, beim nächsten Mal dann. Die letzten zwei Spiele der Saison. Haut also schon mal eure Meinung in die Kommentare, wie wir den Kader verändern sollen. Wie sieht's aus? Livestream wieder zur Saisonvorbereitung. Kommt natürlich auch wieder darauf an, ob wir die EM spielen oder nicht. Ansonsten spiele ich schon mit dem Gedanken, von Schottland zurückzutreten, um uns in der nächsten Saison wirklich nur noch auf den HSV zu konzentrieren. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir sind auf der Road to 3000 Abos. Also gerne da lassen. Danke für den Support. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.